Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. So, setzen wir unsere Serie von Gabriel Max fort, der 1840 in Prag geboren wurde und viel rumgekommen ist in Holland, Belgien, Italien, Paris und dort Motive mitgebracht hat. Er ist der Vertreter der visionären Kunst, also ein visionärer Maler, und das zeigt sich in diesem Bild hier ganz deutlich. Geistesgruß nennt sich das. Und hier wird eine Klavierspielerin ganz aufgeschreckt, kommt sie gar nicht zum Klavierspielen, schaut sie jemanden Imaginäres an, von dem man hier nur ein Stück einer Hand sieht, die dann ins Nichts verschwindet. Ich würde sagen, wie so ein eiskaltes Händchen aus dem Jenseits, das sie berührt und aufschreckt. Also visionär im wahrsten Sinne des Wortes hier ganz deutlich zu erkennen. Das zeichnet Gabriel Max aus. Ein sehr interessantes Motiv, es so aufzunehmen. Wirklich sehr schön. Das Gleiche trifft hier auf das nächste Bild von ihm zu. Das nennt sich Licht. Aber im Grunde ist es umgekehrt. Hier wird ein römisches Mädchen dargestellt, ein christliches Mädchen, hier das Kreuz. Und es sitzt vor dem Eingang der Katakomben und verkauft Öllampen als Lichtspender. Und die Besonderheit ist, die Augen sind geschlossen. Das ist ein blindes Mädchen. Ein blindes Mädchen, das Licht verkauft an die Besucher, die sich dann in den Katakomben mit Hilfe ihrer Lampen zurechtfinden sollen. Auch wiederum klassisch visionär, im übertragenen Sinne Themen darzustellen. Ein klassischer Gabriel Max und wie er live. Das Bild ist von 1879. Ganz anders stellt sich jetzt hier das nächste Bild dar, etwas kleinformatiger als die sonstigen, aus der Gesellschaft. Dieses Bild ist von Adolf Menzel, 1815 in Breslau geboren und dann nach Berlin gegangen, an der Akademie und auch in Berlin geblieben. Und er ist ein Schilderer der Gesellschaft, so wird er genannt. Und hier deutet er ganz klar mit seinem Bild die Berliner Hofgesellschaft. Da stellt er dar mit ihren Kleidern, mit ihrem Blick nach unten. Wahrscheinlich ist das in einem Theater während einer Pause oder vor einer Vorstellung. Er ist kein kritischer Maler, aber er beobachtet sehr genau und sieht, wie sich die Gesellschaft hier zusammensetzt, wie sie sich darstellt, wie sie vielleicht auch zusammenhält. Also sehr zeitgenössischer, darstellender Maler. Ganz anders ist es in dem folgenden Bild, das nennt sich Abschied der Rekruten. Dieses Bild ist von Michael Mukashi aus Ungarn, 1846 in Ungarn geboren. Und als gelernter Tischler ist er sehr bodenständig geblieben, ist nach Wien gegangen, München, Düsseldorf, aber wieder zurückgekommen und hat die Liebe zu seinem Volk und das Volksleben entdeckt und ist diesem Thema lebenslang treu gewesen. Das heißt, hier in diesem besonderen, deswegen auch dieses Thema mal herausgegriffen, Abschied der Rekruten. Normalerweise ist das jetzt ein Anlass zu einer Feier, so sieht es auch im ersten Moment aus. Da sind die Flaschen auf dem Tisch, da wird gefeiert, hier sogar eine lustige Szene, scheinbar lustig. Aber so ganz lustig ist es vielleicht doch nicht. Das zeigt dieses Paar hier im Vordergrund, wo sich der zukünftige Rekrut von seiner Freundin verabschieden muss. Es ist doch eine Ambivalenz, sehr stark darin zu spüren. Sie wissen vielleicht schon, was auf sie zukommt, dass ihnen nichts Gutes blüht. Sie müssen weg, es hilft nichts. Da wird hier aus der Not eine Tugend gemacht. Also hier sieht man, wie das Volk lebt, wie es feiert oder auch leidet. Das ist ganz klar. Er hat mit seinen Bildern, die so nah am Volke sind, auch sehr großen Ruhm erworben, sodass ihn
er an das Ministerium, an das ungarische Ministerium der schönen Künste berufen wurde. Das sollte eigentlich sein krönender Lebensabschluss sein. Doch leider ist es nicht dazu gekommen. Vorher ist er an einem Fieberleiden daran gestorben. Man hätte sie gerne gegönnt, weil er so volksnah Bilder darstellen und wahrnehmen konnte und übertragen konnte. So, schauen wir uns mal die nächsten an. Das nächste Bild hier ist von Adolf Obermüller, 1833 in Wels an der Donau geboren und in Wien und München, also in der Umgebung Bayern und Österreich geblieben, und hat hier ein besonderes Motiv dargestellt. Es sieht zwar aus wie eine Winterlandschaft mit Bäumen und ein paar Vögeln, aber der Titel ist das Reizvolle. Das nennt sich Nahrungssorgen und Wohnungsnot. Ja, wer hat die Nahrungssorgen? Da sieht man jetzt hier ganz deutlich, das sind die Vögel, die hier um jeden Krümel und Beere, die sie finden, kämpfen müssen, damit sie nicht verhungern. Das ist die Nahrungsnot, die er hier darstellt. Und das andere, dass die anderen sitzen da oben in den Ästen, ja, haben keinen Laub im Winter, denen fehlen vielleicht ein paar Vogelhäuschen, das ist die Wohnungsnot. Also er nimmt hier übertragene Probleme der Menschen auf in eine bildliche, tierische Darstellung. Das ist fast wie Karikatur. Obwohl er eigentlich bekannt ist für seine Hochgebirgslandschaften, die er sehr kraftvoll darstellt, und die er auch selbst in monatelangen Fußmärschen erschlossen hat, um die Blickwinkel zu finden und um diese dann auch darstellen zu können. Das ist ja das, was ihn auszeichnet. Aber hier mal ein ganz anderes Motiv mit humoristischen Effekten. Sehr interessant, sehr eindrucksvoll. Man muss näher rangehen, dann sieht man mehr. Unser nächstes Bild, griechische Meeresküste bei Gewitter. Ganz klar. Das kann man schon aus der Entfernung sehen. Das ist sein Markenzeichen und das kann man hier auch deutlich sehen. Hier der erste Teil, das ist die Meeresküste, wo hier alles noch in Ruhe vor sich hin dämmert, sage ich jetzt mal, mit den Schafen, wo noch nichts zu sehen ist. Aber der Blick nach links zeigt ganz deutlich, wie sich hier ein Wolkenturm, ein Berg aufbaut, wo man ganz genau weiß, in den nächsten halbe Stunde schlägt hier ein Gewitter zu, man sieht es förmlich. Das wird schon fast nass, das Papier, in den nächsten Minuten. Also ganz klar, wie eindrucksvoll das er darstellen könnte. Und das, obwohl ein großer Berufszweig von ihm, seines künstlerischen Schaffens, auch Porträtmalerei war. Aber wer so stark etwas darstellen kann, der kann auch gute Porträts malen. Sag ich jetzt mal. Bleiben wir beim Wasser. Hier, das Bild heißt Helgoland. Von Robert Russ, 1847, ein Wiener hat das gemalt. Er war viel in Deutschland unterwegs, in Holland und Italien. Und auf einer Studienreise nach Helgoland hat er sich dieses Themas mal hier angenommen und hat dieses Bild, was wirklich sehr komplex ist, dargestellt mit einer Fahrt aufs Meer, mit Heimkehrern, mit angelandeten Booten. Auch allein die Aufteilung des Bildes mit in die Tiefe gehende Perspektive hier, das Weggehende. Also ihn zeichnet, wie man so schön sagt in den Kritiken, die Technik und Eleganz aus. Also das ist in diesem Bild deutlich zu sehen. Auch die Wolkenzeichnung sehr beeindruckend, immer mal wieder schön im Detail nachzuvollziehen. Es wirkt in der Totale wie im Detail. Das ist Können. Das ist wirklich Können. Kommen wir hier zu unserem letzten, das heißt aus dem Süden. Ganz klar, aus dem Süden. Sieht man schon. Das ist wieder Südalpen. Und das ist von Emil Jakob Schindler, 1842 in Wien geboren. Er war auf einer Studienreise in Dalmatien und hat dann quasi hier wie so ein Schnappschuss dieses Bild gemacht. Und ihn zeichnet die Technik aus, das technische Können und die Ehrlichkeit. Das heißt also, das, was er darstellt, so ist es auch. Da wird nichts beschönigt, das ist ein Schnappschuss der Ehrlichkeit, das sieht wirklich so aus. Und deswegen kann man wirklich gut sagen, wie eine Reisereportage ohne Beschönigung, alles in klaren, bildlichen Darstellung, ohne Verfremdung, ohne irgendwas. Klarheit und Ehrlichkeit, das ist er.
So, das war wieder ein kleiner Ausschnitt in einer Sequenz von den unterschiedlichsten Künstlern, die sich gerne im Detail nochmal anschauen können. Vielen Dank.